Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel des ESC Geretsried gegen den ESC Kempten vor 309 Zuschauern. Drittes Spiel für den ESC, Spielstand zum Ende 3:5 aus unserer Sicht. Ich begrüße hier die Trainer, auf der einen Seite den Gästetrainer Brad Miller, herzlich willkommen. Und auf unserer Seite natürlich den Stefan Roth, der Trainer der Riverettes. Ja, wie immer die erste Frage, Brad, deine Einschätzung zum Spiel, your comments to the game. I thought it was a very hard-fought game. I think we knew that they were going to come out and play very hard. The games that we've had so far have just been very different compared to this one. This one was very high-paced, lots of battling, and so I think it took us a little while to get used to this a little bit. But I thought we found our way in the second period and we make a nice lead 3-1 and then kind of do some things we shouldn't have done and they come back and you know, the third period the whole time was a big battle right until the very end. And then we take these penalties that we shouldn't be taking and, you know, opens the door for 5-on-3 at the very end. So I think we're lucky to get a win here. Lots of fans from our club were here, and lots of fans from your club. So it was a fun. It looks like a fun place to play for me, if I'm a player. But yeah, happy with the 3 points that we get. There's lots of things we can do better, but we worry about that tomorrow. And we're happy with 3 points here. Okay. And what was the key to success in your point of view? Our goalie. Okay. Yeah, I don't think. I think he, you know, it's a team game. We all contribute, but if he doesn't play the way he plays, it's not even close, mm-hmm. to be honest with you. So, have you counted the shots on the goal? I didn't count. I don't know what the shots were, but it's probably a lot to a little. So, and he made some really crazy saves diving, and he got lucky a couple times. But he's playing very well, and that's what happens when you're playing well. You get a little bit lucky and. You know, one off the post or whatever, and but yeah, he played very well and for sure won us the game, I think. Okay, thanks. Yeah, thanks for your opinion. Gut, danke für deine Einschätzung, Brad. Kommen wir zum Stefan. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Drittes Spiel, dritte Niederlage, kein schlechtes Spiel. Wir haben es gehört, viele Schüsse aufs Tor. Was sagst du zum Spiel? Ja, jetzt muss ich erst einmal gratulieren, grüß Gott zusammen. Wir waren definitiv nicht schlechter heute. Das ist meine Einschätzung von den Schüssen her. Wir haben mehr Schüsse gehabt. Ja, es ist natürlich immer schwierig, da zu stehen und da Rede und Antwort zu halten. Im Endeffekt, wenn man merkt eigentlich, dass man ebenbürtig ist. Ja, ich denke, wir waren sogar im ersten Drittel besser. Kommen dann mit 1-1 ins Drittel oder in die Drittelpause. Wieder mal, das haben wir natürlich auch angesprochen. Diese Woche, dass wir zu viele Fehler machen, gravierende Fehler, massive Fehler und die werden einfach in der Bayernliga bestraft. War heute wieder der Fall, dass wir in den Rückstand geraten, 3-1. Wir haben die Moral, die Mannschaft lebt, es ist nicht so, aber es ist immer schwierig, da hinterher zu laufen. Wir schießen das 3-3 wieder, sind wieder voll dabei, sprechen das an. Wer den größeren Willen hat, gewinnt dieses Spiel und selbe Spiel wie die letzten beiden auch, machen wieder zu viele Fehler im letzten Drittel und dann verlierst du halt so ein Spiel. Ja, am Ende hinaus, dann waren wir natürlich auch von der Überzahl oder von den Überzahlsituationen einfach zu harmlos insgesamt. Heute haben wir viel zu wenig Schüsse gehabt aufs Tor. Und ja, es wird immer schwieriger jetzt, ist klar, dass du, wenn du schon mal 3 Spiele verlierst, das weiß jeder, wenn er Sportler war oder Sportler ist, da musst du erst einmal rauskommen wieder. Ja, wir müssen natürlich die Spannung aufrecht halten. Wir schauen, dass wir die Jungs bei Laune halten. Oder ich schaue, ja, ich muss sie jetzt wieder aufbauen. Natürlich ist das klar nach so einem Spiel, wenn du, wie gesagt, nicht schlechter warst, aber trotzdem verlierst, sind natürlich jetzt hängende Köpfe da in der Kabine, ist auch klar. Ja, aber wir müssen schauen, dass wir das relativ schnell wieder rauskriegen. Und dann müssen wir am Sonntag endlich halt da punkten. Ja, wobei ich uns halt nicht schlechter gesehen habe. Vielen Dank, Stefan. Ja. Ja, nächstes Spiel hast du angesprochen gegen EV Pegnitz am Sonntag. Gibt es Elemente, wo du sagst, das müssen wir an dem Sonntag besser machen, um den Sieg zu holen? Was? Es ist ganz einfach, wenn man diese Fehler, die man da hier also gemacht haben, jeder hat es gesehen, halt, ja. Wenn du die nicht abstellst, ist es gegen jeden
Gegner schwer, dass du da Spiele gewinnst, weil das wird eiskalt ausgenutzt. Und wir sind einfach auch, sage ich mal, nicht die Mannschaft, sage ich mal, die Chancen verwertet. Also wir, wie gesagt, wir haben so viele hundertprozentige Chancen, ja, da ist der Knoten beim einigen einfach noch nicht geplatzt und das ist das Schwierige einfach. Ja. Wir treffen das Tor zwar, aber die Chancen oder die Schussqualität ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, natürlich war der Torwart überragend dann, den haben wir natürlich dazu gebracht, ja, der ist über sich hinausgewachsen und von dem her, ja, würde ich sagen, ein glücklicher Sieg, ja, weil wir einfach da heute nicht wieder in der Lage waren dazu. Super, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich für die Pressekonferenz, natürlich beim Brad, bei Ivan, Stefan. Und ja, Spielstand ESC Geretsried gegen den ESC Kempten 3:5. Danke.